Hey, ich grüße euch. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gestern kein Schwert hingefallen. Nein, ist gerade hingefallen, das Schwert von Skeletor. Ich habe gestern kein Video geschafft gestern und deswegen wollte ich ein Video machen, auch so gesehen Top Deals Tages. Ich habe mehrere Top Deals gefunden, wie gesagt, ich sage nur Battle Armor Skeletor für 9,99 €. Und ich habe gedacht, irgendwie, wie ich gestern das gemacht habe, noch ein Top Deal des Tages. Und zwar Battle Armor Skeletor. Das ist für mich eine der coolsten Varianten von Skeletor ever, finde ich. Das war so eine coole Figur gewesen, also in der Kindheit damals die ganzen Spielspaß gehabt, diesen Drachen dabei mit Spritzen, das ist gleich wie früher, kann man sagen. Die Figur ist nur mega cool, finde ich, und der Preis ist mega cool. Damals 27,99 € gezahlt. Die Figur gefällt mir ausgesprochen super, finde ich, die Figur. Und das ist echt so ein Must-Have in der Sammlung, finde ich irgendwie. Also dieser Terror-Claw Skeletor ist davon abgelost, finde ich die Figur ein bisschen. Das ist so eine doofe Skeletor-Variante. Dieser Laserlight-Skeletor gefällt mir auch absolut nicht. Der muss nicht rauskommen, brauche ich nicht. Aber diese Figur bin ich mega glücklich, dass die rausgekommen ist. Und nicht wie Leech oder Thunder Punch Demon irgendwo verschollen gegangen ist bei auf dem Weg nach uns, wie gesagt. Aber die Figur 16,90 € ist sehr top. Und was ich vergessen habe, vorhin zu erwähnen noch, es gibt bei diesem Job auch noch ein Masterverse, Clawful für 16,99 €, auch eine schöne Figur, fehlt mir noch, aber wie gesagt, also das ist auch eine schöne Figur, ein guter Preis, würde ich mal sagen, aber ich warte ein bisschen, wie gesagt, Stratos geleistet, muss ich ein bisschen warten, erst ein bisschen, nicht schlimm. Und das ist voll ein Dragonbusters Skeletor Figur. Ich hoffe, man ist so lange verfügbar noch, so 3-4 Monate noch ungefähr zu dem Preis, das wäre hammermäßig, weil diese Figur ist sogar eine Figur, die ich mir kaufen würde auf Karte nochmal, weil die Figur so mega cool ist, finde ich. Also diese ganze Kette schon, dieses Metall, der Armreifen, nur was alles, was früher ist, der hatte früher so ein Schloss gehabt, konnte man abschließen, soweit ich Erinnerung habe. Das ist bislang her, wie gesagt, aber ich glaube, der hatte früher so einen Schlüssel gehabt, man konnte das Geld und das aufschließen und abschließen, das Schloss, wie gesagt. Das ist so ein Festguss, kann man sagen, das offen ist, kann man so, ich habe so gemacht, die Kette einmal umgewickelt, das da rum ist die Kette, das ist, wie gesagt, eine mega coole Figur und sogar mit einem Schwert, das sehr oft hinfällt. Das ist halt dieses Schwert, die Mattel nicht so gut hinbekommen im Griff, das müsste ein bisschen dünner sein, ein bisschen, vor allem dieses typische Stauber so eine Lasche zum Drum machen hier. Wie gesagt, sehr schöne Figur. Für den Preis will ich den Top 16,90 €. Versandkosten oder was mit dabei packen. Was versandkostenfrei ist, dann kann man auch sparen. Eine der besten Figuren von Varianten von Skeletor finde ich den und Battle Armor Skeletor und der Origin Skeletor, normale Skeletor. Die drei Skeletors hat man die Skeletor-Sammlung komplett, würde ich mal sagen. Die anderen sind alles, gibt es, muss man nicht haben, finde ich. Ich habe ein paar, mit der Skeletor 2000X habe ich auch. Habe ich gekauft, weil ich 2000X-Fan gewesen bin, aber der lost total gegen diese Figur ab, weil der ist mega cool, die Figur. Da sage ich mal noch schönen Abend und bis bald. Ciao.